Es ist Sonntag. Seit Freitag arbeiten 50 Jugendliche an neuen Software- und Hardware-Prototypen, die wir hier gleich zu sehen kriegen. Ich bin Dominik, euer Moderator für die nächste gute Stunde. Normalerweise Radiomoderator bei PULS vom Bayerischen Rundfunk. Und eine ganz wichtige Info gibt's gleich vorweg. Einige Jugendliche möchten weder fotografiert noch gefilmt werden. Dafür haben wir hier auf die Bühne eine No-Camera-Zone eingerichtet. Das heißt, wenn die Jugendlichen hier gleich im Team auf die Bühne kommen und präsentieren, was sie machen, kann es sein, dass die eine oder der andere nicht im Bild zu sehen wird. Ich mache das mal vor. Ihr seht und hört mich hier und hier in der No-Camera-Zone hört ihr mich, aber seht mich nicht, dass ihr euch nicht wundert. Mitreden kann ich aber trotzdem in dem Moment. Und so wird es auch gleich passieren. Bevor wir loslegen, will ich mich erst noch bedanken bei den Menschen, die das hier möglich gemacht haben, dass wir hier überhaupt sind, dass ich euch hier begrüßen darf. Im Livestream übrigens, hallo an alle Menschen, die im Livestream zuschauen. Hallo an alle, die hier persönlich im Publikum sind. Macht euch mal bemerkbar, sonst glauben wir das im Livestream ja gar nicht, dass ihr da seid. Schön, dass ihr hier seid. Also, danke, dass ihr hier seid und danke, dass wir hier sein dürfen an die Organisatoren von Jugend Hackt in München, Katrin Zimmer und Danilo Dietsch. Kommt zu mir auf die Bühne. Ihr könnt uns noch ein bisschen was sagen, warum wir hier sind in Sachen Motto. Dieser Hackathon hat nämlich ein Motto und Menschen, die es möglich gemacht haben. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ganz herzlich willkommen hier zu Jugend Hackt München. Aber wir haben noch eine Premiere, nämlich auch ein ganz besonderes Motto, nämlich zum ersten Mal Jugendhackt mit dem Motto Code and Culture. Das heißt, die Jugendlichen, die Teilnehmerinnen haben sich dieses Wochenende mit einem Kulturfokus beschäftigt, mit beim Hacken und beim Arbeiten. Und so als Appetitmacher haben wir Ihnen am Freitag einen großen Datenpool zur Verfügung gestellt, nämlich einer, der im letzten Jahr entstanden ist im Rahmen des großen Kulturhackathons Coding Da Vinci Süd. Da haben Museen, Bibliotheken, Archive in Bayern, in Baden-Württemberg Teile ihrer Sammlung als Datenschatz zur Verfügung gestellt unter offenen Lizenzen und damit konnten die Jugendlichen am Wochenende arbeiten oder sich einfach ein anderes Kulturthema raussuchen oder auch was ganz anderes machen, das war natürlich auch drin. Es haben sich aber viele auf dieses neue, schwierige, aber auch offensichtlich spannende Thema eingelassen und genau wie Sie alle sind wir unglaublich gespannt, was Sie draus gemacht haben und freuen uns riesig auf die Projekte. Und wir haben das natürlich nicht alleine gemacht, die Katrin und ich, wir zwei waren natürlich im Orga-Team, wir wurden wahrgenommen, aber das Ganze klappt nur mit vielen, vielen Partnern und die sehen wir hier auf der nächsten Folie, ich gehe mal etwas zur Seite, Q3, da komme ich her, Zentrum für Digitalisierung, da kommt die Katrin her, aber wir hatten auch die Bayerische Landeszentrale für politische Bildung, der Stiftung Bildungspakt Bayern, Bezirksjugendring Oberbayern und wir haben Geld aus dem Kulturfonds bekommen. Dafür vielen, vielen herzlichen Dank und ganz zum Schluss und da mit einem großen Applaus hier an die Whitebox, die uns 3 Tage lang hervorragend hier aufgenommen haben und alles ermöglicht haben für die Teilnehmer, dass wir hier in Ruhe arbeiten konnten. Deswegen vielen, vielen Dank hier auch an die Whitebox und das ist, glaube ich, einen kleinen Applaus wert. Und das letzte Logo habe ich mir für dich aufgehoben. Genau, Dominik, vielen Dank an dich und dem BR mit PULS. Wow, es ist mir eine Ehre, eine Freude hier zu sein. Danke. Danke euch beiden. Hier gibt es noch eine kurze Info. Es gibt Sponsoren, die hier Geld reingesteckt haben, die es möglich gemacht haben. Auf höchst offizielle Institutionen. Könntet ihr aber auch sein. Es gibt eine Möglichkeit, hier Geld für die gute Sache zu spenden. Die gute Sache ist, wir verbessern die Welt mit Code und Hardware. Beziehungsweise ihr Jugendlichen, die hier mitgemacht habt, tut das. Check mal aus, freundeskreis.jugendhackt.org. Jeder Cent tut, glaube ich, gut diesem Projekt. Dann wollen wir mal. Ihr werdet sehen, hier wird gleich immer hinter meinem Rücken aufgebaut, abgebaut. Es geht hin und her. Wir haben insgesamt 9 Projekte. Mit dem ersten wollen wir direkt loslegen. Ihr dürft aufbauen. Psst. Wie gesagt, es geht um Kultur und Coding. Und ich finde, das erste Projekt hat das Motto ziemlich, ziemlich gut getroffen, in Schwarze sogar. Es ist was für Bibliophile. Das ist eins meiner Lieblingswörter. Ich komme sonst nicht so dazu, Bibliophil zu sagen. Ihr sagt mir einfach, wenn ihr soweit seid. Technik läuft, steht schon da. Ich will noch nicht zu viel verraten. Ihr seht's ja gleich. Seid ihr soweit? Dann darf ich vorstellen, das Projekt heißt DBIP. Hier sind Leonie und Elia.
Liebe. Das ist ein digitaler Bibliothekar. Das ist der Name von dem. Und der kann halt verschiedene Sachen machen. Okay, also, wir haben hier einen Knopf. Okay, er hat gerade beschlossen. Okay, hat gerade beschlossen, dass er gerade keine Lust hat. Was kann ich tun? Okay. Hello, I am a robot. Driving. This is the color yellow. I have a button in this color too. So, fuck, falsche. Entschuldigung, falsche Sprache. Ich fluche sehr gerne. Ich erzähle euch jetzt, was wir da reingesteckt haben. Und zwar basiert das Ganze auf einem Raspberry Pi, einer JBL Soundbox 2. Tolles Teil das. Und wir haben das Ganze in Python programmiert. Wie ihr gerade festgestellt habt, es ist weit von optimal entfernt. Wir hatten jetzt gerade das Problem in den letzten 20 Minuten, in dem wir das Ganze zusammengebaut haben. Uns ist ein Motor ausgefallen und der andere ist zu schwach, deswegen hat sich nur ein Reifen gedreht. In späterer Zukunft soll das Ganze im Endeffekt Bibliotheken interessanter machen. Da, also der Plan war ursprünglich, ein paar Gadget-Funktionen einzubauen, unter anderem der Versuch, ein Mikrofon einzubauen, dass er über einer bestimmten Lautstärke einfach pscht, pscht zu rufen. Wenn man so an dieses verrückte Bibliothekar-Klischee aus Filmen denkt, ist das das, was irgendwie jeder kennt. Genauso wie eine verwirrte oder irre Funktion dahingehend, dass er eigentlich zufällig auswählen sollte, auf Knopfdruck, dass er bei einer Funktion einfach zusammengestückelt Text von sich gibt, der jetzt nicht zwingend Sinn macht. Wie ihr gesehen habt, ist das Ganze noch nicht optimal, aber wir haben uns dazu entschieden, bewusst ihn aus Pappe zu bauen, um einen Umweltgedanken reinzubringen. Außerdem macht das Ganze personalisierbar, das heißt zum Beispiel, man kauft nicht nur DBIP und hat dann DBIP in der Bibliothek stehen, sondern man kann zum Beispiel die Kinder des Ortes einladen oder kann ihn zusammen gestalten und ein bisschen draufmalen. Einfach um das Ganze, um den Menschen einen direkten Bezug zu diesem eher abstrusen Roboter zu bieten. Und man kann diesen Roboter eben nicht nur in Bibliotheken benutzen, sondern auch zum Beispiel in Museen, wo er dann eine kleine Führung macht. Was jetzt aber nicht der Fall ist, dass der jetzt irgendwie Arbeitsplätze wegnimmt, weil das ist ein witziger Roboter und der kann eigentlich nur rumfahren und schauen, wo es ist, aber es muss halt immer ein Mensch dahinter sitzen und schauen, dass er auch wirklich nicht hängen bleibt oder wie gerade eben nicht spricht und so. Er soll vor allem auch Bibliotheken weiter möglich machen. Ich denke nicht, dass es viele junge Menschen gibt, die unbedingt Bibliothekar werden wollen. Ich fände es toll, aber ich bin sehr allein. Ich bin ein seltsamer Mensch. Und im Endeffekt soll es Bibliotheken erhalten und für die junge Generation interessanter machen, indem es diesen neuen Aspekt gibt. Das ist DBIP. DBIP. Applaus für Leonie und Elia und DBIP. Ich darf euch bitten, direkt abzubauen, damit die nächste Gruppe aufbauen kann. Das geht hier Schlag auf Schlag weiter, aber kommt noch mal kurz her, wenn ihr soweit seid. Gebt mir das Mikro vielleicht kurz. Dankeschön. Leonie, warum habt ihr Hardware und Software gleichzeitig verwendet? Das ist ganz schön viel Aufwand. Wie schnell habt ihr euch dafür entschieden? Eigentlich überhaupt nicht schnell. Wir wollten ehrlich gesagt am liebsten dieses runde 3D-gedruckte Objekt aus Star Wars bauen, das durch die Gegend fährt. Und dann dachten wir, okay, nee, das wird nichts. Aber ich finde es spannend, Technik in beide Richtungen zu erleben und im Endeffekt beide Aspekte zeigen zu können und nicht nur Screenshots. Ich finde es krass, dass ihr das beide in einem Zweierteam geleistet habt gerade, allein die Idee und das Prototypen hinzustellen. Wie viel Erfahrung hattet ihr denn schon mit Programmieren und Basteln? Oder? Also ich habe bisher tatsächlich mit Calliope was gemacht, halt so mit Blocksprache und ich habe auch ein ganz klein bisschen auch Text versucht zu schreiben. Hat nicht wirklich immer geklappt. Aber naja, ich hab halt gern Calliope schon programmiert. Und ich hatte keinen Plan. Ich habe gestern bruchstückehaft Python gelernt. Ich muss mich nochmal bei unseren Mentoren bedanken. Danke Noah, danke Adrian, danke Anne. Ihr habt uns total geholfen. Wir hätten es alleine schlicht und einfach nicht geschafft. Das ist ja auch der Sinn von einem Hackathon, hier was zu lernen. Danke Elia, danke Leonie. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Projekt.
Beim nächsten Projekt greift eine alte Weisheit, die für mich gilt. Ich sage immer, alles, was ich weiß, weiß ich aus Computerspielen. Liebe Eltern, lasst eure Kids mehr spielen. Ernsthaft, ist so. Weil wenn man spielt, wenn ich spiele, kann ich mir Sachen einfach besser merken. Und das hängt auch mit dem nächsten Projekt, das wir hier sehen, zusammen. Es heißt The Quest of Architecture. Willkommen auf der Bühne Jenny, Alexandra, Melanie und Nathalie. Also unser Projekt heißt Quest of Architecture. Das ist ein Quiz über die Sehenswürdigkeiten von München. Und wir wollen damit bewirken, dass sich auch jüngere Menschen für Kultur und Bildung und Architektur und so interessieren. Also wie sind wir auf die Idee gekommen? Wir haben durch Brainstorming haben wir uns wollten wir unbedingt ein Spiel machen, und weil wir in der Gruppe Bildung, Kultur und Kunst waren, dachten wir, dass wir irgendwas mit Kultur und Architektur machen wollen. Genau, ich werde euch jetzt erstmal eine kleine Demo zeigen. Und zwar seht ihr hier, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier erstmal Quiz über die halt, wir haben uns erstmal auf drei Sehenswürdigkeiten beschränkt. Ich gehe jetzt mal auf das neue Rathaus. Und hier die erste Frage, wann wurde das neue Rathaus in München fertiggestellt? Ich gehe jetzt erstmal auf die C. Und da ist es dann halt richtig und es geht dann schon direkt auf die nächste Frage. Wenn ich jetzt angenommen auf eine weitere, auf eine andere Antwort klicke, dann seht ihr schon, das war leider falsch. Da muss man nochmal zurückgehen, es weiter probieren und es gibt insgesamt 5 Fragen fürs Erste. So, wir haben sehr viel über Programmieren gelernt, denn wir können alle nicht so gut programmieren, außer Jenny, die hat da ein bisschen Erfahrung am Anfang gehabt. Und wir haben auch erstmal fast einen halben Tag Grundlagen lernen müssen, damit wir überhaupt mit dem Gestalten der Website beginnen können. Und eben auch über viel über HTML, CSS und Git gelernt. Ja, Feedback. Es war, wie gesagt, ziemlich schwer erstmal, das alles, diese Grundlagen zu lernen. Es war sehr viel, es war anstrengend, es war Arbeit, aber mit der Zeit wurde es besser und so haben wir es hinbekommen. Auch wenn jetzt jemand meint, Leute, das ist nichts Besonderes, das kriege ich in einem Tag auch hin. Für uns war es jetzt schon ein gutes Stück Arbeit, jetzt so zu beginnen. Applaus für Jenny, Alexandra, Melanie und Nathalie, The Quest of Architecture. Ich darf euch bitten, einer oder eine baut ab. Die anderen kommen zu mir bitte. Dann können die nächsten schon aufbauen. Wer will aufräumen? Keiner? Kommt zu mir. Ihr wolltet unbedingt ein Spiel programmieren, aber konntet fast alle nicht programmieren. Und das habt ihr euch direkt am Samstag, also ihr hattet einen Tag Zeit, euch alles beizubringen und umzusetzen. Warum? Ja, also wir sind halt hierher gekommen, um Programmieren zu lernen auch. Und wir hatten ja auch Hilfe von unseren Mentoren. Ja, also vielen Dank an unsere Mentoren auch. Warum war ich denn von Anfang an klar, dass ihr ein Spiel machen wollt? Wer hatte denn die Ideen? Also wir waren halt, wie gesagt, erstmal in einer größeren Gruppe und wir wollten halt unbedingt ein Spiel machen, weil wir so finden, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen interessanter. Dann haben wir halt es in eine Website sozusagen verwandelt, keine Ahnung, wie man das sagt. Und die kann man übrigens auch schon im Internet finden, also die ist schon im Internet. Wo denn? Wir haben davor noch den Link gezeigt, der ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr da. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, schon im Internet und wir wollten unbedingt ein Spiel machen, weil wir wollten uns halt auch mal ein bisschen so, wir wollten es halt auch mal ein bisschen kennenlernen, wie man halt so ein Spiel programmiert, und es war ziemlich interessant. Dann habt ihr also auch hier was mitgenommen für zu Hause. Und für den nächsten Hackathon. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, wir haben ziemlich viel gelernt. Es war auch ziemlich viel auf einmal. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Und wir sind auch ziemlich stolz auf uns. Das dürft ihr sein. Danke euch vielen. The Quest of Architecture. Es geht direkt weiter. Es geht weiter mit einer meiner allergrößten Stärken. Schöne Handschrift. Ich weiß es. Also ich bin Radiomoderator, da funktioniert Ironie nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkam. KI-Handschrifterkennung. Herzlich willkommen auf der Bühne, Alex, Franz und Arne.
Ja, hallo, wie gesagt, wir sind Anne, Franz und Alex. Ich bin Alex, Franz, Anne. Ich bin auch verwirrt. Wir haben eine künstliche Intelligenz programmiert. Die Idee dahinter ist, dass sie eine Notiz einscannen und dann wandelt die KI das in ein Textdokument um. Wir haben es bis jetzt in der kurzen Zeit leider nur mit Zahlen geschafft, mit 8x8 Pixeln, also leider ziemlich wenig. Ja, wir schauen mal weiter. Genau, also eine künstliche Intelligenz, das funktioniert eigentlich so. Du gibst ihm irgendeinen Input, wir haben jetzt Bilder importiert, und also 8x8 Pixel, und es kommt ein Output raus. Da gibt es verschiedene Arten von künstlichen Intelligenzen. Wir haben jetzt Classifier geschrieben. Das heißt, es sollen einfach der Input soll verschiedenen Klassen zugeordnet werden. Zum Beispiel, wir haben jetzt ein Bild, das zeigt eine 0 da. Da soll dann als Klasse die 0 rauskommen. Genau. Es gibt verschiedene Arten von künstlichen Intelligenzen. Das ist jetzt ein neuronales Netz. Hier hast du deine Input-Daten. Die werden dann hier über das neuronale Netz verändert und es kommt ein Output raus. Hoffentlich der, den du erwartest. Dann gibt es noch das Support Vector Machine. Du hast einfach zwei verschiedene Klassen, genau. Sollst dann eine Linie zwischen denen ziehen. Wenn du dein neues Objekt hast, kannst du dem dann einer Klasse zuordnen. Die haben wir beide geschrieben, genau. Also hier seht ihr die Daten, mit denen wir die KI gefüttert haben, also lauter einzelne Zahlen. Also wir haben jede einzelne betrachtet, und wenn man die jetzt als Input eingibt, dann sollte danach auch die richtige Zahl rauskommen. Und wir haben das halt so gemacht, dass halt parallel als Zusatzinformation noch die richtige Zahl war, und dadurch konnt ihr die halt erlernen, wie das funktioniert. Ah ja, genau. Also wir haben, hier ist ein kleines Beispiel, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, haben wir einmal die KI mit 10 Bildern gefüttert, also 10 Bilder zum Lernen gegeben, also von 0 bis 9 einmal alle Bilder, dann einmal 50 Bilder und einmal 500 Bilder, und anhand dessen kann man sehen, zum Beispiel hier in der ersten Spalte, mit 10 Bildern hat die das noch nicht richtig erkannt, dass es eigentlich hier unten eine 1 sein soll, hier unten die unterste Zeile ist die Lösung, und oder hier sieht man die 3, sieht nicht unbedingt aus wie eine 5, die 9 kann man schon eher mit einer 5 verwechseln, wenn man es komisch schreibt. Genau, ja genau. Die KI war erstaunlicherweise mit 10 Übungsbildern schon bei 58% richtig. Und mit 50 Bildern 72%, 500, ja, hatte die hier nur einen Fehler drin. Genau. Also jetzt zeigen wir unser Programm nochmal, also die Demo. Jetzt starten wir unser Programm. Wir haben es in Python geschrieben. Also hier sehen wir die Testzahlen, die haben wir selber geschrieben und dann auch Foto gemacht, und jetzt hat halt der KI gegeben. Wir geben das jetzt der KI, die schon trainiert worden ist, und jetzt können wir gleich schauen, ob es funktioniert hat. Also hier seht ihr jetzt die Zahlen, die rausgekommen sind. Das sind die richtigen Zahlen, und das die ausgegeben haben. Da sieht man, ja, also eine 4 kann man, ist es relativ gut eigentlich, weil die Zahlen eigentlich alle übereinstimmen, außer 3, die ziemlich ähnlich sind. Genau. Natürlich sind wir in der kurzen Zeit nicht ganz fertig geworden mit unserem Projekt. Wir können nur 8x8 Bilder mit 8x8 Pixeln einfügen und füttern die KI damit. Erweiterungen wären, dass man jetzt halt ganze, Dokumente oder sowas fotografieren könnte und dass dann der Output in ein Textdokument geschrieben wird. Das wären die Erweiterungen. Genau, jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Und wir wollten uns nochmal bei unserem Mentor bedanken, beim Andi. Applaus für Alex, Franz und Arne. Wollt ihr abbauen und die anderen nochmal kurz zu mir? Kommt nochmal kurz zu mir. Kommt nochmal her. Ihr seid noch nicht entlassen.
Wir müssen noch ein bisschen überbrücken, bis die nächsten aufgebaut haben. Jungs, Machine Learning, Artificial Intelligence, also ihr habt mit einer KI gearbeitet. Ihr kanntet euch vorher auch gar nicht, ne? Okay, ihr habt in 2 Tagen ein Handschrifterkennungsprogramm geschrieben. Was wusstet ihr vorher schon über KI? Also erstmal genau gesagt, wir haben eigentlich nur einen halben Tag geschrieben. Den ersten halben Tag haben wir versucht, Software zu installieren, was irgendwie nicht ganz funktioniert hat. Haben wir gestern Mittag irgendwann angefangen und dann mit der KI. Ich habe da nicht so viel zu tun gehabt, das haben eher die gemacht. Was habt ihr gemacht? Ja, also wir haben, wie gesagt, 2 verschiedene Arten von neuronalen von KIs geschrieben. Einmal neuronales Netz und einmal ein CV, keine Ahnung, irgendwas anderes. Genau. Hauptsache ihr wisst, wie man damit umgeht. Genau, und unser Mentor hat das uns halt beigebracht. Genau. Was nehmt ihr mit von heute fürs nächste Mal, für zu Hause? Was habt ihr gelernt, was ihr weiterverwenden könnt? Also bevor man hierher kommt, sollte man Git auf seinem Computer installiert haben. Das dauert immer ziemlich lang, bis man das installiert hat. Guter Tipp fürs nächste Mal. Danke euch dreien. Ich glaube, wir können direkt weitermachen. Ihr seid entlassen. Jetzt dürft ihr von der Bühne. Und ihr seid schon soweit. Okay, jetzt sind es viele. Ich habe mir die Namen aufgeschrieben. Es geht im weitesten Sinne um Graffiti. Es geht um Deep Graffiti. Und jetzt kommen viele Namen und Menschen hier auf der Bühne. Moritz, Jake, Julia, Hendrik, Yannick, Christopher und Yannick. Unser Projekt nennt sich Deep Graffiti, wie schon gesagt. Die Idee war, unser Motto ist ja Code and Culture. Und wir wollten praktisch die Stadt verschönern und auch alte Architektur mit neuer Architektur verbinden und dadurch neue Perspektiven auf die Stadt schaffen. Das haben wir folgendermaßen gemacht. Wir haben eine Augmented Reality App programmiert, die praktisch mit Hilfe der Kamera Graffitis an Wände projizieren kann. Die Graffitis werden einmal durch einen Algorithmus und durch eine KI generiert. Und dann wird anschließend das generierte Graffiti gegen eine Database von mehreren Graffitis überprüft auf deren Ähnlichkeit. Okay, bevor wir ein Graffiti anzeigen können, müssen wir erstmal ein Graffiti haben. Und dafür waren wir beide zuständig. Wir haben einen Graffiti-Generator programmiert. Mit Python und Image Magic. Ist relativ simpel. Wir nehmen im Prinzip eine graffitiartige Schriftart und geben ihr dann eine graffitiartige Textur. Das wird dann von der KI überprüft und weitergeleitet an die App, die es dann anzeigt. Genau, hier könnt ihr erkennen, dass wir da eine Textur im Hintergrund haben und eine Umrandung generieren. Die Farben, die werden zufällig da ausgewählt. Kannst du bitte die nächste Folie machen? Genau, sobald wir dieses Graffiti dann generiert haben, haben wir das projizieren müssen an eine Wand. Damit habe ich mich dann auseinandergesetzt, Andi genauso und Julia auch. Wir hatten mit verschiedenen Technologien versucht, das hinzubekommen. Und im Endeffekt war es dann so, dass man sein Handy an eine Fläche halten konnte. Sobald es die Fläche dann erkannt hatte, hat das Graffiti dort angezeigt in der Ebene. Und man konnte sich dann hin und her bewegen. Leider haben wir jetzt das Video dazu nicht. Und das blieb quasi an der gleichen Seite. Das nennt sich Augmented Reality. Und dazu haben wir ein Framework von Google verwendet. Genau, weiterführend kann man das dann sich im Frontend anzeigen lassen. Damit hat sich Andy auseinandergesetzt. Genau, also für das Frontend haben wir Flutter verwendet. Das ist ebenfalls von Google. Und das ist jetzt so quasi die Übersicht, wie wir ganz am Anfang reinkommen in die App. Und man kann quasi sich einen Text aussuchen. Man tippt einfach einen Text ein, drückt Submit. Der Button ist leider unten verschwunden. Und dann wird eine Anfrage an einen Server geschickt. Und der Server schickt ein fertiges Bild zurück. Dieses Bild wird dann verwendet bei der Augmented Reality und wird dann an eine Wand angezeigt. Genau. Genau, also wir hatten dann noch die Idee, dass wir nicht nur einen Text generieren, sondern halt auch das Ganze nochmal durch sogenanntes Deep Dreaming, also eine KI-Technologie, so modifizieren, dass da halt noch ein paar mehr Dinge dabei sind. Dafür haben wir erstmal Datensets gebraucht. Das ist hier eine Nuke-Hemmung.
Ja, genau. Es gab keinen vorgefertigten Datensatz und deshalb mussten wir uns das selber machen. Dadurch haben wir ein Python-Programm geschrieben, welches Dateien aus dem Internet runtergeladen hat. Genau, und mit diesen Dateien konnten wir dann trainieren, und zwar... Und dann haben wir eine KI geschrieben. Wir nennen die Tom einfach, weil wir drei KIs haben und es einfach verwirrend wäre. Und Tom erkennt sozusagen, ob ein Bild ein Graffiti ist oder nicht, und gibt das dann an die nächste KI weiter, von der die lernt. Und darüber erzählt euch jetzt Yannick was. Genau, also die nächste KI heißt Rota. Und also die Idee dahinter ist im Prinzip, dass diese KI dann letztendlich dieses Träumen macht. Dazu haben wir im Prinzip die Inception V3 von Google genommen, weil selber trainieren wäre in dem Fall ziemlich aufwendig gewesen. Und die Idee ist halt einfach, dass man sagt, die erkennt verschiedene Features und dass man versucht, den Loss zu maximieren und das Ganze dann wieder zurück aufs Bild anzuwenden, und damit kann man dann quasi früher gelernte Objekte erkennen. Also zum Beispiel in einem Bild wird dann irgendwie mal ein Hundekopf auftauchen zum Beispiel. Und da kann man dann auch bestimmen, inwieweit diese Sachen angezeigt werden sollen. Und die Idee wäre gewesen, dass man im Prinzip Tom nimmt und beurteilen lässt, wie gut die Bilder letztendlich zu den Graffitis passen, und damit im Prinzip dann das Ganze generiert. Da müssten wir auch Beispiele haben. Ja, okay, ja, die Beispiele hat sie zerschossen. Da, genau, gibt's wohl leider nicht. Beziehungsweise vielleicht doch? Nee. Naja, dann danke. Danke Moritz, Jake, Andi, Julia, Henrik, Janik, Christopher und Janek. Deep Graffiti. Wenn alle von euch abbauen und einer zu mir kommt, oder einer abbaut und alle kommt, wäre mir ganz recht. Kommt zu mir. Die Großen nach hinten. Nicht so weit, kommt. Kommt, weil wir machen Platz für die anderen, damit die aufbauen können. Euer Projekt scheint ziemlich beliebt gewesen zu sein. Ihr seid 8 Leute und ihr hattet nicht viel mehr als 2 Tage Zeit, daran zu arbeiten. Wie schnell habt ihr euch aufgeteilt, wer was macht oder wer was kann überhaupt? Also eigentlich hatten wir uns durch sogar relativ schnell aufgeteilt. Also ich glaube, innerhalb von einer Stunde waren im Prinzip festgelegt, welche Teile gemacht werden mussten, und dann haben wir uns halt einfach in den Gruppen zusammengefunden, je nach Interesse. Wie seid ihr alle drauf gekommen, euch mit, Augmented Reality ist das eine, aber dann mit Graffiti zu beschäftigen? Keine Ahnung, also das hat sich dann irgendwie beim Arbeiten ergeben und ja. Was wäre denn so ein, also ihr habt jetzt einen Prototypen gemacht, was wäre denn so der perfekte Fall in der perfekten Welt, was würde jemand mit dem Prototypen weitermachen? Habt ihr euch da was überlegt? Ja, wir haben uns überlegt, ob wir vielleicht noch verschiedene Arten von Graffitis einbauen können. Also wir haben auch vielleicht aus historischer Sicht oder so, und die dann auch vielleicht an Architektur anpassen können und es dann praktisch an das Gebäude. Dann mal sehen, wer mit eurem Code weitermacht. Danke euch. Wir kommen gleich zum nächsten Projekt. Ihr dürft von der Bühne, kriegt nochmal einen Applaus. Wir haben Bergfest. An alle, die jetzt erst im Livestream eingeschaltet haben, hallo, ihr habt ganz schön was verpasst. Ihr seid hier bei JugendHack 2020, die Abschlusspräsentation. Ich sag's nochmal dazu. 50 Jugendliche haben hier an 2 Tagen, manchmal auch an einem halben Tag, wie wir heute schon gelernt haben, Prototypen zusammengestellt, die sie auch hier auch noch der Öffentlichkeit vorstellen. Wir sind jetzt bei 5 von 9. Das nächste Projekt hat was mit Servern zu tun. Benutzen wir alle jeden Tag, merken es aber oft gar nicht. Admin.io heißt dieser Prototyp von Julias, Jonathan, Moritz, Lorenz, Levi und Paul. Also vorerst einmal ein richtig großes Dankeschön an Matze. Ohne ihn wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Also Admin.io ist ein webbasiertes Server-Simulationsspiel, wo du gucken musst, wie es deinen Servern geht und sie von Viren befreien musst. Also ist, wie gesagt, eine Server-Simulation. Diese Server werden von Viren befallen und du musst in dein Terminal gehen und sie von diesen Viren befreien, indem du die Dateien, die Viren sind, löschst. Genau, wir haben das Ganze webbasierend entwickelt, in hauptsächlich JavaScript, HTML und CSS. Wir haben auch Libraries wie Bootstrap und jQuery dafür verwendet. Also man hat dann vor sich selbst, hat man dann, wenn man das Spiel startet, hat man dann so ein sogenanntes Dashboard. Da kann man dann seine eigenen Server sehen. Und man hat zudem noch ein Terminal, wo man die Server, wenn sie zum Beispiel
von einem Virus befallen sind und unter sehr starker Last sind, könnte man dann versuchen, das Programm zu entfernen, das diese schwierige Last verursacht, weil dann bringt das ja den Server nicht viel. Wir haben hier nochmal ein Bild. So sieht das Ganze dann aus. Man sieht seine Server, man sieht oben, wie viele Benutzer man hat. Wenn man keine Benutzer mehr hat, hat man das Spiel leider verloren. Genau, wir haben ein Linux-Terminal eigentlich nachprogrammiert. Das ist auch mit einer Library verwendet. Und wir haben simple Befehle wie help, list, check und rm gemacht. Rm ist Remove-Befehl, damit kann man letztendlich den Virus löschen. Unser Ziel ist, den Menschen zu zeigen, einen minimalen Umgang mit Servern und den Terminalumgang, davon die Basics zu lernen. Im Spiel muss man es schaffen, dass die Nutzer weiterhin auf deiner Website bleiben, was nicht funktioniert, wenn es Viren gibt oder wenn du alle Server heruntergefahren hast, weil dann kann sie niemand mehr benutzen. Genau. Was wir gelernt haben, ist die Spielentwicklung, das Umgang mit Git und ein Teamwork, dass wir halt, wie wir mit Ideen von unserer Gruppe ausgehen. Den Code haben wir Open Source auf GitHub hochgeladen. Das sieht man den Link da. Und dann kann man auch noch eine Live-Demo auf dem zweiten Link spielen. Dann danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Julius, Jonathan, Moritz, Lorenz, Levi, Paul. Admin.io heißt der Prototyp. Kommt nochmal hier zu mir nach vorne, während die nächsten aufbauen. Wo ist das? Hat jemand? Du hast das Mikro. Auch ihr habt euch für ein Spiel entschieden, und zwar zum Thema Systemadministrator sein. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Das ist ziemlich lustig, weil eigentlich hatte ich mir gedacht, das ist doch ganz lustig. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Aber irgendwie bin ich auf diese Idee gekommen und ich fand sie irgendwie so ein bisschen lustig. Ich habe gedacht, dass es vielleicht so ein bisschen hektisch ist, wenn man dann irgendwie so 20 Server hat und man muss immer gucken, ob die vielleicht gerade deine Kunden vermiesen, weil die gerade super langsam geworden sind. Und da muss man immer schon gucken, man muss dann die bösen Dateien entfernen, man muss dann manche Server runterfahren und muss alles sowas machen. Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ganz hektisch wäre und so ein bisschen lustig halt über Zeit. Es geht darum, Viren zu finden in eurem Spiel. Wer von euch hat denn schon mal Erfahrung mit einem Virus gehabt oder sich einen eingefangen? Ich meine nicht Corona. Naja, wir hatten schon mal so einen kleinen Bug in unserem Familien-Apple-System, aber sonst nicht wirklich. So einen kleinen Bug, aber ansonsten. Ihr habt gesagt, das Spiel kann man verlieren, wenn die Server nicht mehr laufen. Kann man es auch gewinnen eigentlich? Ja, wenn man genug Server hat und dann letztendlich schafft, die alle zu administrieren. Also nicht wirklich ein Ziel, aber es geht unendlich weiter. Aber bei 10 Servern kommt dann die Meldung, du hast es geschafft. Es klingt ein bisschen nach einem Spiel, das ich gerne spielen würde. Danke euch, Admin.io. Großer Applaus für euch nochmal. Und runter. Prototyp 6 von 9. Ist sehr lebensnah. Kurze Frage hier ins Publikum. Wer von euch hat Pflanzen zu Hause? Handzeichen gelten. Wer von euch hat schon mal eine Pflanze zu Hause vertrocknen lassen? Handzeichen gelten. Wird nie wieder passieren, dank dieses nächsten Projekts hier von Max, Milena, Luca und Clara. Es heißt Water Me. Bühne frei. Ja, servus. Also wir vier sind die Entwickler von Water Me und dabei geht es eigentlich darum, einfach nur ein automatisches Bewässerungssystem für Hauszimmerpflanzen zu erstellen, dass die halt nicht mehr vertrocknen und man sie länger behalten kann. Und was wir uns dabei gedacht haben und so, das wird uns erstmal die Melina erklären. So, also was haben wir uns dabei gedacht? Also erstmal, es gibt ja diese ganzen DIY-Bewässerungssysteme, was weiß ich, man braucht Washi-Tape, die Gießkanne und einen Stock. So, nee, das ist hier nicht. Das Ding ist, dass Pflanzen sehr wichtig sind für die Welt, weil Luft, so, ja. Und mit Mechanik und Engineering Thinking kann man das Überleben einiger Pflanzenarten sichern. Also, ja. Dann, durch das Internet kann man Systeme vernetzen und seine Ideen schnell verbreiten,
weil es gibt ja Social Media und so, kann man einfach irgendwas posten, was weiß ich, und dann darunter irgendwas schreiben, so. Also, so, das ist der Ablauf der Produktentwicklung hier. Also zuerst hatten wir die Ideenfindung und das Brainstorming über den Ablauf. Also wir haben erstmal überlegt, was machen wir, was brauchen wir. So, dann haben wir die Software zusammen gecodet. Also wir hatten Python-Scripts geschrieben, Calliope-Scripts, HTML, JS und CSS-Scripts haben wir auch geschrieben. Dann ganz am Ende haben wir die Mechanik angeschlossen und getestet, weil man muss ja auch wissen, ob es klappt. Ja, also wie funktioniert das Ganze jetzt eigentlich? Am Anfang werden die Daten von einem Feuchtigkeitssensor hier, der in diesem Blumentopf eben dann steckt, gelesen und das wird dann an den Calliope Mini weitergeleitet. Warte, habe ich gerade vergessen zu sagen. Die Daten sind über die Bodenfeuchtigkeit, die aktuell im Blumentopf besteht. Der Calliope schickt das dann weiter an einen Raspberry Pi hier und der speichert die Daten dann und falls die Feuchtigkeit unter ein bestimmtes Level fällt, dann aktiviert der Calliope hier die Pumpe und ja, bewässert dann die Pflanze und das wird dann auch weiter und weiter wiederholt. Ja. So, jetzt kommt die Live-Präsentation. Genau, wir haben hier ein schönes Webinterface mit einer großen Grafik, die anzeigt, wie leitend die Erde ist, also wie groß das Feuchtigkeitslevel ist. Und es wird alle 5 Sekunden aktualisiert. Hier kann man auch momentan sehen, das sind 814. Das heißt, ja, ist ordentlich Wasser drin. Aber weil wir bei einer Live-Demo sind, noch mehr Wasser rein. Und zwar, zieh mal den Sensor raus. Mhm. Ja. So, jetzt ist natürlich, bam, ganz nach unten, Momentanwert 10 und die Pumpe pumpt Wasser rein. Oder auch nicht, doch. Man sieht es nicht ganz, aber das Wasser geht hoch anscheinend, ist ein bisschen zu wenig Strom. Wir gelten das mal als es funktioniert. Genau. Dann bei. Dann gibt es noch für die Zukunft die 3 Sachen hier: Bewässerungsmöglichkeiten manuell und automatisch. Jetzt ist gerade automatisch, aber es wäre noch ganz cool, wenn man manuell sagen kann: Ja, gib meiner Pflanze jetzt Wasser, die braucht das, ich weiß das. Oder dass man selbst sagt, okay, unter dem Level bitte dann gießen. Und genau. Es geht langsam hoch. Nein. Das sieht man von hinten aber nicht. Ja, funktioniert nicht. Ja, auf jeden Fall dann noch ein riesiges Dank an unsere Mentoren Severin und Anna, die uns dabei geholfen haben, unterstützt haben, das zu coden und auch die Mechanik anzustöpseln. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke Max, Milena, Luca und Clara und Water Me. Ja, bitte runter von der Bühne, Platz für die Nächsten machen. Wer die Hand frei hat, kommt zu mir. Max, ich dachte, es ist mein erster Hackathon, muss ich ja auch sagen. Ich war vorher noch nie bei sowas. Ich dachte, hier wird nur gecodet. Ihr habt ganz viel Hardware verwendet. Wann war euch klar, dass ihr was zum Anfassen auch macht? Das war uns eigentlich von Anfang an klar, weil wir 3 sehr mechanikbasierte Leute bei uns haben und einen, der sich sehr gut mit Software auskennt, nämlich der Luca. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, vielleicht einen Großteil Mechanik machen wir vielleicht gar nicht so blöd. Und dann hat der Luca uns geholfen beim Coden und uns beigebracht, hey, wie stellst du überhaupt eine Web-App auf oder einen Webserver? Und dann haben wir uns mit dem Mentor zusammengesetzt, hey, wie kann ich den Pumper, den Schlauch verbinden und da Strom dran bringen und haben es alles mit uns gemacht. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich heute viel gelernt habe an diesen Tagen. Und ja. Um Lernen geht es hier bei so einem Hackathon auch. Was habt ihr gelernt? Ich habe auch auf jeden Fall gelernt, wie man lötet. Wusste ich davon noch nicht. Und ich habe auch gelernt, wie man eine Website programmiert, also mit diesem einen Programm, das hat sie mir gezeigt.
Und ich habe auch gelernt, wie man mit GitHub umgeht. Ja. Frage aus eigenem Interesse, wie weit ist dieser, also kann ich den schon zu Hause, kann ich den haben? Weil meine Pflanzen sind nicht so. Also dafür bräuchten wir viel, viel mehr Zeit, um so viele mehr zu bauen, damit jeder einen bekommt. Das wäre ein bisschen unmöglich, weil wir auch noch Freizeit brauchen. Schade eigentlich. Ja. Tja, da muss ich noch ein bisschen mich gedulden wahrscheinlich, aber ich freue mich drauf, wenn es irgendwann fertig wird. Danke euch vielen. Applaus für euch nochmal. Projekt 7 von 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesam, öffne dich. Dominik 2020. Das sind alles keine guten Passwörter. Fühlt sich jemand ertappt? Wie ein gutes Passwort funktioniert, damit haben sich die beiden Jungs beschäftigt, die wir jetzt hier gleich auf der Bühne haben. Ihr Prototyp heißt Passworder. Hier sind Albrecht und Christoph. Passworder, das ist ein Generator für Passwörter, für das Internet und so allgemein. Genau, also wir haben uns bei diesem Passwörter dabei gedacht, dass eben sehr, sehr viele Leute entweder den im Browser eingebauten Passwortgenerator benutzen, der einfach irgendwelche Buchstaben und Zahlen aneinander würfelt und darauf wird es dann jeder aufschreiben oder so oder speichern. Oder man nimmt sich ein viel zu einfaches Passwort, wie man hier auch wunderbar sehen kann, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wörter sind nachweislich um einiges leichter zu merken als Buchstaben, weil Wörter haben im Gegensatz zu Buchstaben eine Bedeutung. Das heißt, man kann sich irgendwas damit verbinden. Genau. Und deswegen kann man das auch gut als Passwort nehmen. Dieser Passwörter hat einige Features und zwar er nimmt eine Menge an Zeichen aus einer Bibliothek von 1500 Wörtern. So viele, bis eine Mindestlänge erreicht wurde. Und danach kann man noch zusätzlich entweder Zeichen darin ersetzen, also zum Beispiel, was viele machen, E durch eine 3 oder, keine Ahnung, I durch eine 1. Und man kann auch einstellen, dass er zwischen den Wörtern ein bestimmtes Zeichen setzen soll. Also ganz einfach ist natürlich ein Leerzeichen. Wenn man es verwirrend für Leute machen will, die es nicht wissen, dann nimmt man Buchstaben, weil dann wird keiner herausfinden, was für Wörter du da eigentlich eingegeben hast gerade. Und genau. Wir haben auch eine einfache Bedienung auch gemacht, und zwar durch einen Fenster. Also das sind jetzt so die ersten Versuche und so mit dem Zeichen ersetzen, also was noch nicht so richtig funktioniert. Mindestens funktioniert das hier, diese Mindestlänge. Das gibt an halt, wie viele Zeichen es für ein Passwort gibt. Also, und ja, es schnappt halt irgendwelche Wörter raus. Und dann, ja, durch einen Klick von Generieren generiert es dann ein Passwort. Wie zum Beispiel Sankt Nimmerleins Tag Elternhaus Beschatten Schlussstrich, ja. Irgendwelches Passwort wird dann halt generiert. Und dann kann man entweder halt nochmal generieren oder ins halt kopieren und ja. Genau, also das Fenster ist noch nicht ganz fertig. Deswegen habe ich hier einmal gezeigt, was das alles tatsächlich kann. Also es kann eben einmal hier die Länge vom Passwort definieren. Hier kann man ein Zeichen definieren, welches zwischen den Wörtern sein soll. In dem Fall habe ich einfach ein Leerzeichen genommen. Und hier kann man eben sagen, dass zum Beispiel ein E durch eine 3 ersetzt wird und ein I durch eine 1. Und dadurch entsteht dann ein etwas schwieriger zu lesenderes Passwort. Pappkamerad ungeheuerlich. Also wir haben gerade nur den Download auf GitHub gelassen. Also auf github.com, Dingsabungster, Passworder. Ja, da gibt es schon den Download von den ersten Versuchen und so.
Und dazu, ja, vielleicht werde ich auch eine externe Webseite oder sowas machen. Wer weiß. Danke fürs Zuhören. Echt. Albrecht und Christoph und Passwörter. Euer Applaus. Kommt nochmal zu mir. Ihr habt euch für das Thema Sicherheit im Netz entschieden, so ein bisschen. Es ist ein sehr wichtiges Thema, finde ich. Aber wie seid ihr drauf gekommen? Ja, weil wenn ja auch zum Beispiel wie längeres Passwort ja ist, dann dauert es auch länger, diese Passwörter auch zu cracken. Habt ihr Erfahrungen mit Menschen, die unsichere Passwörter haben? Ich sage jetzt nicht, habt ihr Erfahrungen damit, aber kennt ihr vielleicht jemanden? Nein, leider nicht. Ist vielleicht besser so. Ich kenne schon so ein paar Leute, die dann solche Passwörter benutzen. Oder was ich sehr häufig eben höre, ist, dass dann für sämtliche Sachen das genau das gleiche Passwort benutzt wird auch. Genau. Euer Passwortgenerator ist ja jetzt zum Download, der ist schon einsatzbereit. Wie habt ihr das geschafft in der Kürze der Zeit? Also, in der kurzen Zeit haben wir alles nicht geschafft, weil das Zeichenersetzer funktioniert noch nicht ganz genau. Okay, aber immerhin, ein Stück weit geht schon. Also es geht schon mindestens was mit diesem Passwortersteller und so, also Generator. Deswegen heißt es ja auch Prototypen, was ihr macht. Vielen Dank euch beiden für euren Passwörter. Danke. Wer weiß denn hier, was ein Mausarm ist? Also das ist der Tennisarm des 21. Jahrhunderts sozusagen. Wir tun jetzt was dagegen, beziehungsweise wir tun was für Orthopäden lieben diesen Trick. Ich sage es einfach mal so. Hier ist Open Gestures von Mathis, Fabian, Julius, Jonas, Ludwig und Basti. Genau, hallo. Wir sind das Team von Open Gestures und ich stelle euch einfach erstmal die Leute vor, die damit gearbeitet haben. Also zum einen Ludwig und Basti haben bei uns das Casing 3D designt und gedruckt. Dann Jonas hat auch beim 3D-Design mitgeholfen und die Hardware gemacht. Und wir drei haben eigentlich hauptsächlich die Software gemacht. Die Idee war, dass wir für Leute, die nicht die Tastatur bedienen können oder die Maus, auch den PC bedienen können, mit einem Gestenerkenner. Und dann konnte man halt mit diesem Gerät da drüben die Maus bedienen. Genau, zur Hardware dann. Wir haben einen Microbit da am Arm befestigt. Der hat einen Ring aus Neopixel, RGB-LEDs außenrum und einen Gyrosensor, der die ganze Zeit Daten wie Lage und Rotation, also Drehung, ausmisst. Dann haben wir noch einen Empfänger, der ist da vorne, das ist auch ein Microbit. Der ist mit USB über eine serielle Schnittstelle an den Laptop angeschlossen. Die beiden sind über Bluetooth miteinander verbunden. Über wie die Daten ausgelesen werden vom USB-Port erzählt euch Fabian gleich noch was. Also dann, hier seht ihr nochmal einen Prototyp. Da haben wir noch die Batterie mit Gummibändern an den Microbit befestigt. Deswegen haben Basti und ich dann auf einem kostenlosen 3D-Programm dann ein paar Formen erstellt. Wir haben auch viel dazugelernt, weil wir auch eigentlich noch nie Erfahrungen damit gesammelt hatten. Und so sehen sie eben aus. Hier seht ihr den Gestenerkenner dann nochmal in Aktion. Das ist ein Ausschnitt aus dem Video, das wir gedreht hatten. Ja. Das ist momentan. Ich fasse den Laptop nicht an. Genau. Genau, das Ganze funktioniert, wie gesagt, durch diesen Microbit, den ich hier habe. Da ist Code drauf und der Code liest lediglich die ganzen Daten von den Sensoren aus, also von dem einen Sensor, und schickt die über Bluetooth an den anderen Microbit. Der nimmt einfach die Daten und schickt die an den PC.
Und der PC verwandelt das dann in ja, die Mausbewegung. Genau. Und dafür haben wir natürlich auch Code geschrieben. Seht ihr hier drüben? Das ist der Code, der auf dem Ding hier läuft, mit dem halt eben das ausgelesen wird. Der liest eigentlich hier drauf nur aus, in welche Richtung es denn bewegt. Und dann kann der auch hier diese schönen Lichteffekte anzeigen, damit man dann auch selbst sieht, in welche Richtung das Ding bewegt ist. Der sendet es dann per Radio. Das seht ihr da oben. Ja, ein Stück hoch. Sendet das da hier an den da. Der sendet das über eine serielle Schnittstelle einfach an den Computer und der verarbeitet das Ganze. Wir haben auch eine Dead Zone eingebaut. Wenn man die Hand gerade hält, bewegt sich der Mauszeiger nicht, weil ansonsten ist er irgendwann irgendwo. Und außerdem, wir haben eine Funktion eingebaut, dass man das Ding ausschalten kann, weil wer will die ganze Zeit so dastehen, wenn er die Maus nicht bewegen will? Kann man es einfach runter machen. Genau. Genau, also das war ein kleiner Überblick über unser Projekt. Weil wir mit Open Gestures eben auch Open Data und Open Source unterstützen wollen, haben wir das auf GitLab hochgeladen. Und wenn man den QR-Code scannt, kann man zu unserem Repository kommen. Genau, und dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir bedanken uns noch ganz stark bei unserer Dementorin, der Elli. Applaus, Applaus für Mathis, Fabian, Julius, Jonas, Ludwig und Bastian, Open Gestures. Wenn ihr kurz abbauen könntet und der Rest zu mir nach vorne kommt, dann stelle ich euch noch ein paar Fragen. Ich will unbedingt wissen, zum Beispiel, ihr hattet jetzt ein Wochenende lang Zeit, hier bei JugendHackt Software und Hardware zu arbeiten, habt ihr gemacht. Und ihr habt quasi eine drahtlose Gestensteuerung gemacht. Warum denn? Die gibt's doch schon. Ja, wir wollten auch sehen, wie sowas funktioniert. Weil es gibt das zwar, aber das ist so, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, ist es Magie sozusagen. Und was man bisher ja kennt, ist auch irgendwie so mit Kameras. Und wir haben halt eine günstigere Alternative tatsächlich auch erstellt. Und wir verstehen auch, wie das funktioniert. Und es ist gar nicht so einfach. Ich habe dich gerade ein bisschen getriezt. Du hast mir vorher im Gespräch schon gesagt, wenn man selber macht, dann lernt man es natürlich auch einfach am besten und weiß, wie es funktioniert. Ihr habt euch mit einem Team von 6 Leuten abgestimmt. Ihr habt 3D-Drucker benutzt. Ihr habt gecodet. Wer von euch konnte denn was vorher schon? Wie habt ihr euch denn zusammengefunden? Jeder hatte so einfach seine einzelnen Talente. Also wenn die drei jetzt gut coden können, dann sollen sie halt coden. Und wenn die jetzt gut 3D modeln können, sollen sie halt 3D modeln. Also konnten sie in dem Fall jetzt nicht, aber ist ja kein Problem. Man ist hier zum Lernen da. Also jeder hat das gemacht, was ihm Spaß gemacht hat. Und es ist eigentlich schön aufgegangen mit der Rollenverteilung. Was habt ihr gelernt? Gibt es jemanden von euch, der besonders was gelernt hat? Also ich habe davor eigentlich noch nie gecodet und jetzt habe ich eben meine ersten paar Zeilen Code mit Python geschrieben, mit viel Hilfe von Julius und ist eigentlich ganz gut gelaufen. Aber er hat es gut gemacht. Ich finde, ihr habt es auch gut gemacht. Danke euch für Open Gestures. Euer Applaus. Leute, wie die Zeit vergeht. Wir sind bei Prototyp 9 von 9 angelangt. Ich habe das heute schon mal gesagt und ich wiederhole es gerne. Ich bin ein ganz großer Freund davon, Wissen spielerisch zu vermitteln. Auch ernste Themen. Und um so eines geht es hier jetzt. Deswegen heißt es hier auch nicht Spiel, sondern Not a Game. Willkommen auf der Bühne Lisa, Noella, Liv, Chiara, Jonas und Jana. Genau, also das Projekt, an dem wir die letzten 24 Stunden gearbeitet haben, heißt Not a Game. Und was es im Grunde machen soll, genau, ist, dass es ein bisschen versuchen soll, irgendwie darzustellen, wie komplex und schwierig die Entscheidungen sind, die Flüchtende auf ihrer Flucht treffen müssen. Geht das Mikrofon jetzt in die Off-Cam-Seite ran? Ja, also zu dem Thema, wieso haben wir das gemacht? Was war unsere Motivation zu diesem Projekt? Ja, wir haben alle ziemlich schnell gemerkt, dass wir das Thema sehr, sehr wichtig finden und wollten eben auch auf die Hürden aufmerksam machen, die flüchtende Personen während ihrer Flucht eben haben und auf die Entscheidungen, zu denen sie gezwungen werden, sie zu treffen, die dann letztendlich eben auch über ihr Leben entscheiden, auch im Hinblick auf die aktuelle Situation auf Lesbos und generell in Griechenland. Ja, das Projekt zu starten war erstmal eine Riesenherausforderung. Wir sind, glaube ich, am Anfang mindestens 2 Stunden oder sowas drangehockt und haben versucht, ein Konzept zu starten, weil das einfach das Problem war, es ist ein sehr sensibles Thema. Bei
politischen und gesellschaftlichen Themen muss man halt wirklich sehr aufpassen. Und wir wollten da nicht irgendwem zu nahe treten oder irgendwie dadurch beleidigen oder sowas. Und das Problem war dann auch noch, die ganzen Daten, die sind überall irgendwo verteilt auf verschiedensten Organisationen zu verschiedensten Themen. Und dann mussten wir das auch erstmal zusammensuchen und wieder filtern. Genau, da haben wir dann ganz klassisch auf Papier und, also mit Papier und Stiften, uns ganz viele Skizzen gemacht. Wir haben aber nicht nur Papier und Stift benutzt, sondern auch andere Technologien. Zum Beispiel React, das ist ein JavaScript-Framework, was macht, dass man die Seite nicht immer neu laden muss, wenn sich der Inhalt ändert. Zusammen mit HTML und CSS, das sind so Sprachen, mit denen man beschreiben kann, was man sieht. JSON, das ist ein Format, wie man Daten speichern kann. Und Git, wie jetzt die bayerischen Teilnehmersteams sagen würden, ein bisschen Git geht immer. Und zwar ist das einfach ein Tool, mit dem man viel zusammenarbeiten kann. Und das habt ihr ja vorher auch schon gehört, dass die anderen Gruppen das auch benutzt haben. Okay, wir wollen euch jetzt einmal ganz kurz zeigen, was wir programmiert haben. Und zwar beginnt unsere Geschichte damit, dass wir Malé sind und wir kommen aus einem Land namens Javos. Und in Javos herrscht seit längerem Krieg. Wir überlegen uns jetzt, beziehungsweise Malé hat für sich schon entschieden, dass diese Situation für sie untragbar ist und sie hat entschieden, dass sie flüchten möchte. Als allererstes müssen wir die Entscheidung treffen, kannst du einmal weiterklicken? Okay, als allererstes müssen wir die Entscheidung treffen, ob wir in ein Nachbarland fliehen wollen oder weiter weg. Je nachdem, was wir hier, also beziehungsweise egal, was wir hier auswählen, kriegen wir danach eine Statistik gezeigt. Kannst du einmal draufklicken? Okay. Und zwar, das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, laut UNHCR, also dem Flüchtlingswerk von der UN, sind 50% aller geflüchteten Personen momentan fliehen momentan innerhalb ihres Landes. Das heißt, wir hier in Europa kriegen sowieso nur einen Bruchteil von den 50%, mit die sich überhaupt entscheiden, ihr Land zu verlassen. Wir könnten das Spiel jetzt weiterspielen, später würde dann auch noch ein großes Meer in die zwischendrin kommen oder uns würden Leute anbieten, dass sie für uns Dokumente fälschen. Ja, alles gut. Also was wir Neues gelernt haben, wir haben vor allem gelernt, mit Git und der Kommandozeile umzugehen. Wir haben gelernt, HTML und CSS zu nutzen und verschiedene Grafiken zu erstellen. Was könnte man noch an dem Projekt weiterführend machen? Also man könnte generell noch mehr Daten oder Geschichten von Leuten sammeln und dann halt dementsprechend alles zu erweitern. Oder man könnte noch ein bisschen am Design oder am Logo arbeiten. Genau, und wir haben das auch auf GitHub gehostet, beziehungsweise da kann man unser Repository sehen. Wir freuen uns natürlich wie immer gerne über Pull-Requests oder Issues, das sind für vielleicht die Eltern, kann man so sagen, dass man mitarbeiten möchte oder dass man irgendwie Sachen verbessern möchte. Aber genauso freuen wir uns auch darüber im echten Leben, also irgendwie Real-Life-Pull-Requests, weil wir sind irgendwie nur eine Gruppe von irgendwie 6 Jugendlichen und wir haben keine Fluchterfahrung und wir wollen nicht für diese Menschen sprechen und würden uns da über alle Hinweise freuen oder über Kritik und genau. Zum Abschluss ist noch zu sagen, dass das Spiel Not a Game heißt, weil wir können hier jetzt ganz lustig uns mal durchklicken. Wie ist es denn so, Geflüchteter zu sein? Macht ja ganz viel Spaß. Nur das Ding ist, für 2019 70,8 Millionen Menschen ist das Realität. Die befinden sich momentan auf der Flucht. Ein Teil davon ist auch staatenlos momentan und wir haben hier die Privilegien, das zu spielen, aber für viele ist es halt nicht. Und genau das wollen wir zeigen. Danke sehr. Game. Applaus für Lisa, Noella, Liv, Chiara, Jonas und Jana. Kommt nochmal zu mir. Die letzte Interviewrunde. Wahnsinn, wir sind schon fast durch. Fühlt euch auch schon ein bisschen durch nach dem Wochenende? Ihr habt viel gearbeitet und vor allem mit einem sehr aktuellen und einem sehr schwierigen Thema. Was sagt ihr denn zu Leuten, die euch dazu vielleicht so kommen und sagen, es ist so ernst, man kann doch da kein Spiel draus machen? So ein ernstes Thema. Das war tatsächlich auch etwas, mit dem wir uns länger beschäftigt haben. Deswegen haben wir auch ziemlich viel Zeit in der Konzeption verbraucht. Aber dann war die Frage, warum sollte man daraus nicht ein Spiel machen? So kann man sich die Daten, die am Ende kommen, viel eher merken. Und so ist es einfach ein viel emotionaleres Thema und man hat einen viel emotional stärkeren Bezug dazu.
Ich finde eure Gruppenzusammenstellung sehr spannend. Ihr seid zu sechst, 5 Mädels. Ihr habt euch einen Kyoto-Jungen mit dazu geholt, Jonas. Wie kam denn das Team zustande für euer Projekt? Ja, ich hätte das Quotenjunge, muss jetzt das wahrscheinlich beantworten. Ja, wir haben uns da eigentlich gar nicht, darauf achtet man ja eigentlich gar nicht. Man trifft sich ja in den einzelnen Teams dann bei den Plakaten und sieht dann, was einen interessiert. Und ich finde, das ist ja auch eh viel wichtiger eigentlich, dass man mit Leuten arbeitet, die irgendwie dieselben Interessen haben, als dass man dann schaut, ob ich jetzt der einzige Junge bin. Mir war das jetzt tatsächlich egal. Was war denn so die größte Herausforderung? Also ein Spiel muss Spaß machen, ein Spiel muss technisch funktionieren, der Inhalt muss stimmen. Wo hat denn bei euch die meiste Arbeit oder die meiste Aufregung drin gesteckt? Ich glaube wirklich so dieser moralische Aspekt, weil der ja auch immer irgendwie bei Jugendhakt immer so auch mindestens genauso wichtig wie der technische Aspekt ist. Also ich meine, wir haben ja hier auch die ganze Zeit die HackerInnen-Ethik, also so wie hat man sich als ProgrammiererIn zu verhalten, auch besprochen und dass das auch bei uns ganz viel mit reingeflossen ist. So dürfen wir das, ist das moralisch richtig, sowas zu machen und sowas? Ich glaube, das war einfach bei uns ein ganz großes Thema. Super Projekt auf jeden Fall. Super Abschluss für diese Abschlusspräsentation von Jugendhack 2020. Euer Applaus nochmal. Ihr dürft von der Bühne, ihr seid hiermit fertig. Wow, das ging schneller rum, als ich dachte. Schade eigentlich. Das war Jugendhackt 2020 hier in München zum allerersten Mal in Bayern. Eine Weltpremiere, ich sage es immer wieder gerne. Ich will mich hier nochmal bedanken bei allen, die das hier möglich gemacht haben. Alle, die hier teilgenommen haben, ihre Projekte hier in harter Arbeit erarbeitet und auch vorgestellt haben. Auch da gehört einiger Mut dazu vor der Öffentlichkeit. Danke an alle Menschen, die hier im Hintergrund ohne Schlaf teilweise dafür sorgen, dass der Laden hier läuft, nicht nur an diesem Wochenende, sondern auch weit im Vorfeld, dass es hier zustande kommt. Und ich bin nicht der Einzige, der Danke sagen will. Ich habe noch einen Überraschungsgast, und zwar den Projektleiter, den Programmleiter von Jugendhakt in ganz Deutschland. Darf ich dich auf die Bühne bitten, Daniel? Ich brauche ein Mikro. Hallo. Jetzt hört man dich. Vielen Dank. Ich bin wieder wahnsinnig beeindruckt von euren tollen Projekten. Vielen Dank dafür. Es ist immer schwer, nochmal einzelne Menschen herauszuheben, aber zwei Menschen müssen wir auf jeden Fall nochmal herausheben, die einfach unglaublich viel an der ganzen Geschichte gearbeitet haben und die letzten Wochen bis zum Umfallen, kann man sagen. Wenn Sie Expertinnen suchen für verantwortungsvolles Veranstalten in Zeiten einer Pandemie, um mal quasi die letzten Wochen positiv zu beschreiben, dann hätte ich da eine Empfehlung. Liebe Katrin, lieber Danilo, vielen, vielen Dank. Super gelungene Veranstaltung. Wir sind euch alle sehr dankbar, dass jetzt Jugendhakt auch in Bayern, auch in München am Start ist. Großer Applaus an euch. Und wie immer gehört die letzte Bühne euch, liebe Teilnehmenden. Für euch machen wir das. Kommt mal alle nochmal nach vorne. Wir machen wie immer ein großes Abschlussbild, um diesen schönen Moment nochmal zu erinnern. Alle Teilnehmenden nochmal nach vorne. Alle, die vor die Kamera wollen und dürfen, hier zu mir. Es wird kuschelig, aber wir kriegen es hin. Und währenddessen gerne einen großen Applaus für die unglaublichen Arbeiten und die Haltungen, die da dahinter stecken.